Der größte Wohnwagen der Welt. Ja, in Europa zumindest. Die maximal zulässige Länge 12 Meter, glaube ich, ist sowieso bei Anhängern. Hier ist jemand, der hat einen Führerschein für einen LKW und er ist tatsächlich, ich glaube, er ist 12 Meter lang. Er ist von Kabe und er ist so groß, dass ich meinen 10er Objektiv ganz aufziehen muss, damit ich rankam. Und jetzt gehe ich mal kurz nochmal ran, dass wir das mal gerade sehen hier. Der Marcel ist schon vorne. Das ist ein richtiges Teil, ein Gerät, ein 2021er 1000er TDL von Kabe. Und da werden wir heute mal ein bisschen Roomtour machen. Wir sind in Osterrönfeld. Du merkst, am dritten Drehtag kann ich den Namen perfekt. Das ist bei Flensburg, zwischen Flensburg und Hamburg. Und hier ist Marcel Asmus. Asmus, ja, stellvertretend für 90 Mitarbeiter von Spann an. Du bist neuer Kabehändler. Und als ich sagte, Kabe hat dir den Hof voller Kabel gestellt, weil sie ein bisschen Umsatz machen wollten, da habe ich nicht gelogen. Ihr habt wirklich unglaublich viele Modelle da, unter anderem einen TDL 1000 mit 12 Meter Länge. Ja, also tatsächlich sind wir sehr froh, so ein Schmuckstück mal auf dem Hof zu haben. So, wir gehen mal gerade ein bisschen zurück, wir beide. Denn Hof heißt übrigens 50.000 Quadratmeter. Habt ihr jetzt mal blöde Frage, hier links seid ihr auch? Das sind wir auch, ja. Links seid ihr, das ist auch ein Platz, den ich noch nicht gesehen habe. Genau, das ist unser Abstellplatz für Reisemobile. Und jetzt stehen wir hier, ich sag mal, auf dem größeren Abstellplatz, wo wir dann entsprechend andere Fahrzeuge noch mit positionieren. Ja, das Problem ist, der ist knapp 10 Meter hinter mir, ist er zu Ende, richtig? Nicht ganz. Ne? Hier könnte auch locker das Hamburger Volksfest stattfinden. Ja, also wir haben hier tatsächlich ein bisschen Platz, um auch mal verkaufte Fahrzeuge bzw. andere Fahrzeuge, die zum Beispiel für die Werkstatt geeignet sind, hier dann zwischenzulagern. Bisschen Platz. Ist das hier so günstig in Osterrönfeld? Weil ich weiß noch, in Hamburg kostet der Quadratmeter ein bisschen. Nee, also wir sind schon froh, wenn wir Fläche nah an unserem an unserer Firma haben können. Dann muss man da einfach zuschlagen. So, du hast eben was ganz Tolles gesagt. Da ist eine Thule Omnistor drauf, die liegt auf dem Dach, ist sie festgemacht. Und was hast du gesagt? Also ich sag mal, so eine 6 Meter Markise sieht auf dem Wohnwagen schon leicht mickrig aus. Da ist die Markise, ich kenne nochmal. So, der hat Stockbetten, der hat ein französisches Bett in der Mitte. Er hat eine große Küche drin, hat eine Rundsitzgruppe, hier muss man nichts umbauen. Also ich denke, mit 4 Personen hast du hier nicht nur eine Eigentumswohnung, du hast ein kleines Haus. Also hier kannst du ganz bequem drin Urlaub machen oder sogar drin leben, wenn du möchtest, ja. So, der hat einen Truma XT4 drin, das heißt 4 Motoren, die braucht er auch wirklich, denn leer wiegt er 2,7. Naja, also wir haben ein Gesamtgewicht von 2800 Kilogramm und leer irgendwo über 2,2 Tonnen, ja. Also rund 500 Kilo Zuladung. Ja. Gut, die brauche auch. Ich denke, wenn du hier mitfährst, dann nimmst du einiges mit. Aber 500 Kilo ist so eine Geschichte. Da frage ich mich allerdings, wenn du hier mit in eine Mautstelle fährst. Du hast mir erzählt, der steht nicht fest, denn der Kunde, der den geordert hat, reist damit, gell? Genau, also tatsächlich ist das, man glaubt es nicht, aber ein Reisewohnwagen. Ja gut, aber mit dem Mower muss man sagen, ist der handlich, den kannst du fast auf der Stelle wenden, aber da brauchst du wirklich Einweiser, die dir helfen. Ich komme da nicht drüber weg, ist das ein Teil? Ich habe ja letztes Mal schon einen Tabat gedreht, der war schon lang und da haben echt viele Leute zugeguckt. Aber hier der Imperial 1000 TDL, das ist ja echt ein Hammer. Ich zeig mal gerade, die Heckmaske ist die gleiche, gell? Genau, also das ist das neue Heck von Kabe und sieht einfach genial aus. Ja, der steht übrigens jetzt hier im Moment, denn ich sag mal, es macht keinen Sinn, dass ihr den jetzt noch mal vorne hinstellt. Der wird irgendwann mal ausgeliefert. Genau, ne? Und wird dann noch mal komplett von uns aufbereitet. Der ist ganz, ganz frisch eingetroffen. Und, wirklich ganz frisch. Ganz, also der kam, glaube ich, gestern. Der ist noch warm. Der ist noch warm. So, hier steht es Osterrönfeld. Feld mit DT? Nee, das ist falsch geschrieben. Das T muss weg. Ach, die Schweden. Die Schweden. So, ich sag mal. Also ein Imperial 1000 TDL King Size steht für? 2,50 Meter Breite. 2,50 Meter Breite. Gut, den jetzt 1,80 Meter geht dann. Guck mal. Also von vorne, wenn ich jetzt hier anmoderieren würde, das könnte jetzt ein 560er sein. Es könnte theoretisch jeder andere Kabe als King Size sein. Schönes Panoramadach mit drin, aber. Guck, das ist Glas, oder? Das ist Glas, ja. Es ist schon genial. Ja, also.
So, 140.000 Euro, nachdem ihr ihn modifiziert habt. Das ist der Preis. Aber man muss dazu sagen, so ein Fahrzeug kannst du locker 20, 30 Jahre benutzen. Also die Nachhaltigkeit bei Kabe, wenn einer kommt und sagt, Umwelt, Nachhaltigkeit, das hat nichts mit Automobil zu tun, sondern ich sag mal, die Nutzungsdauern von Wohnmobilen, von Wohnwagen gehen weit über die von Automobilen. Genau, also wer sich so ein bisschen auskennt und mal bei Mobile schaut, entweder findet man keinen oder teilweise auch echt alte Fahrzeuge, die aber top in Schuss sind. So, der Container, der hier steht, der ist übrigens nicht, weil er demnächst da reinkommt und zerlegt wird, sondern den habt ihr hier reingestellt und wir haben auch nichts geschönt. Der ist so, wie er hier kam, steht er hier. Ich habe gesagt, als du mir das gesagt hast, habe ich gesagt, hast du einen Tausender? Sagt er, ich habe sogar einen, hast du gesagt. Ich gesagt, den müssen wir gucken. Ach, da waren wir beide überrascht. Nein, also tatsächlich einzigartig und wir sind froh, dass er hier steht, ja. Ja, du hast auch mich. Ist das denn auch mal gern ein Schaustellerfahrzeug, sowas? Ja, tatsächlich. Ne? In der Länge mit kinderfreundlichen Stockbetten ist das auch tatsächlich ein schaustellerfreundlicher Grundriss. So, Außengas? Wir haben hier einmal die Außendusche und entsprechend den Citywasseranschluss. Okay, zweimal Citywasser. Hätte ja Außengas sein können, ist aber nicht. Also das hat er natürlich mit drin. Citywasseranschluss heißt, ich kann hier den normalen Druck vom Campingplatz anschließen, habe dann immer Wasser. Genau, korrekt. Und der Außengasanschluss ist vorne im Bugkasten drin. So, hier sieht man so kabeltypische DNA-Elemente, wie zum Beispiel die Lüftung, die ich dann auch öffnen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendjemand reinkommt. Alles seitens Rahmenfenster, minus 50 Grad. Auch dieser bis minus 50 Grad ohne Probleme. So, der Wassertank hat wie viel Volumen? Ha! Ich glaube, hier haben wir den größeren mit 70 Litern drin. 70 Litern drin, aber dank des Citywasseranschlusses, also ist man natürlich, Stockbetten habe ich mit drin, das kann ich unschwer erkennen. Und ja, so typische Sachen jetzt wie hier die Durchreiche, das können wir gleich mal von innen sehen, ja. Innovation Design hat der schon, das heißt also nicht wie die anderen, sondern der hat tatsächlich schon bedruckte Seitenteile mit diesem schönen Design, was an der Seite dran ist und natürlich eine Kederleiste, falls ich den einmal von der Beifahrerseite und von der Fahrerseite mit einem Vorzelt versehen will, das würde gehen. Auch das würde gehen, ne? Also ja. Die Vorlieben können wir hier tatsächlich realisieren. Der kam jetzt ab Werk mit Mower, oder? Der kam ab Werk mit Mower, ja. Okay, das ist bestellbar, so, dass wir das mal haben. Ja, prima, wir gehen mal rein. Es ist schön kalt, deswegen gehen wir rein, aber drinnen ist genauso kalt, denn er hat weder Strom noch irgendwas anderes. Ich habe ein Licht habe ich mit dabei, ATC hat er natürlich mit dabei. Ansonsten das Fahrwerk, ich denke, da ist selbst Alco stolz auf einen 12 Meter. Also das ist einzigartig in der Branche tatsächlich, ja. So, machen wir vorne auf, da mal reingucken. Auch da wird sich jetzt wahrscheinlich keine riesen Überraschung bieten, nee. Ist so, also wie bei allen anderen, eine Duo-Control mit Gas-Schnüffelanlage. Genau, mit Gasleck-Indikator, richtig. Mit Gasleck-Indikator. Ansonsten ist der Gaskasten vorne wie bei allen anderen. Hier haben wir einen Außengasanschluss noch mit drin, der nach außen geführt wird. Hier sind Öffnungen mit dabei. Und ja, das war es aber dann schon. Das ist übrigens, das ist übrigens eine Besonderheit. Der Mover geht erst dann, wenn man dieses Kabel hier reingesteckt hat. Das ist, glaube ich, nochmal zur Sicherheit. Genau, das ist eine Sicherheitsfunktion, dass der Wohnwagen nicht im angekuppelten Zustand dann bewegt werden kann. Gut, er kann bewegt werden, ja. aber man wird nicht weit kommen, wenn er angeschwenkt ist. Ach, ich muss hier noch einmal kommen. Noch einmal. Größe 1,86 Meter. Ja. So, wenn du mal die Arme hochmachst. Das habe ich früher bei meinem Sohn einmal gemacht. Du bist aber groß geworden. Höhe? Ja, 2,50 Meter, 60, 70. Ja, so irgendwas. Ja. Wir gucken nach. Ist jetzt erstmal egal. Komm, wir gehen mal rein. So, Stufe hat er übrigens, eine elektrische Stufe, die geht aber nicht, weil wir keinen Strommoment haben. Das spielt aber jetzt keine Rolle. Wir werden mal diese locker mal diese 0 Grad in Kauf nehmen hier drin und werden das Fahrzeug mal zeigen, also wenigstens schneit es jetzt nicht hier drin. Was man direkt sieht, ist das Panoramafenster, was man von außen gar nicht sieht, weil es hat so Rauchglas. Und auch das kann komplett beschattet werden. Das ist eine prima Sache und ist echt viel Licht dafür, dass das so dunkel ist draußen, hast du immer noch viel Licht drin. Ja, es ist echt der Hammer. Man opfert dafür zwar einmal Staufläche, aber man hat halt hinten genug andere Staufläche, sodass man dann diesen Lichteinfall auf jeden Fall mitnehmen muss. So, guck mal gerade auf mein Display. Schau mal drauf. Guck mal hier. Das sieht doch so aus, als könnte irgendwie der komplette Bundestag drin lassen. Setz dich mal rein in die Ecke.
Boah, ist das krass. Also hier können wir zusammen auch den Mindestabstand von Ecke zu Ecke halten. Das ist gar kein Problem. Ja, Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich hier moderieren soll. Ja, denn du musst einfach mal den Mund halten und die Bilder zeigen. Bleib mal da sitzen. Ich zeig mal gerade. Komm, ich setz mich mal auch noch in die Ecke. Auch hier den Tisch kannst du absetzen. Hier vorne könntest du auch nochmal Schlafgelegenheit machen. Genau, also wir können hier tatsächlich nochmal ein Bett draus bauen und können den Tisch tatsächlich auch Höhen verstellen. Ja. So, das ist denn der Blick. Ich denke, wenn es ein bisschen nebelig ist, kannst du nicht bis hinten gucken, oder? Wir haben tatsächlich viel Platz nach hinten, ja. So, die Küche ist direkt dabei. Also bis da vorne ist es eigentlich ein normaler Kabel, ja. Aber dann geht es ja noch weiter. Ich habe eben aus Spaß gesagt, ist auch ein Keller dabei? Was hast du gesagt? Ich sage, nee, die Dachterrasse. Ja. Hier oben hast du dann hier dein Panoramafenster. Wenn du das mal kurz verdunkelst, sag mal so lieb. Du merkst, ich werde wieder seriös. So, und wieder auf. Sonst werde ich ganz schnell depressiv hier drin, weil ihr habt tolle Schmuddelwetter, wie man hier so sagt. Ja. Ist bei euch im Winter schon oft grau, oder? Ja, doch schon. Ne? Aber wir sind es gewohnt und wir lieben es auch so. Ja, auch hier kann ich verdunkeln, da Fliegengitter mit dabei. Fliegengitter. Aber wie beim Wohnmobil, also professionell, also nicht mit Klack-Klack, wie ich das kenne von Tabat. Was funktioniert auch ganz hervorragend, aber das hier ist nochmal eine Class on its own. Und natürlich ganz, ganz, ganz viele Verriegelungen. Und überall, wir haben auch hier eine alte Heizung mit drin, eine Warmwasserheizung mit zwei Kreisläufen. Genau, also wir können tatsächlich unseren Wohnbereich anders temperieren als unseren Schlafbereich im hinteren Teil. Genau. So, unter den Sitzen ist wahrscheinlich auch noch jede Menge Staufach. Das können wir uns gleich mal angucken, wenn wir schon dabei sind. Und, warte, ich gehe mal raus. Und ja, zeig mal bitte direkt am Eingang. Es ist echt wie im Wohnmobil hier. Das heißt, du hast das Schuhfach mit dabei, die gleiche DNA, das heißt fürs Skifahren geeignet. Minus 50 plus 50. Ich bin total raus, ja, mit der Moderation. Ja. So, prima. Dometic, das große Bedienteil wird jetzt nicht gehen. Autarkie ist eingebaut, Batterie. Genau, wir haben eine Batterie drin und haben sogar Solar auf dem Dach. Und können tatsächlich bei schönem Wetter hier auch autark stehen mit, ja. Also der ist jetzt wirklich voll. Was habt ihr denn noch eingebaut, nachdem er hier kam? Also jetzt, oder was ist noch dran? Was wird noch eingebaut? Oh, unter anderem Sat-Anlage, Twin, zwei TVs und vieles andere mehr, ja. Okay. Alarmanlage ist drin, wie ich sehe. Die ist hier vorne mit Bewegungsmeldern. Ich denke, da sollte man wirklich nicht sparen. Dass also der Dieb wenigstens seinen Spaß hat am Campingplatz. Aber ich denke, hier geht auch keiner rein, ja. Ich stelle mir nur vor, ey, du fährst irgendwie, was weiß ich, irgendwie Camping Lindau, da habe ich das letzte Mal gedreht. Dann sagst du, ja, ruf an, ja, wie lang ist denn Ihr Fahrzeug? Ja, 12 Meter ist der. Ich glaube, die können sich das gar nicht vorstellen, bis er da steht, oder? Ja, und dann noch mit der Zugmaschine, dann fährt man schon ein stattliches Gespann, ja. Hatte ich vorher auch. Also ich hatte vorher 14 Meter Gespannlänge, aber mein VW-Bus ist, glaube ich, 5 Meter lang plus 12 macht 17. Und der Wendekreis, der schwenkt ein bisschen aus, oder? Ja, der schwenkt aus, ja. Also da sollte man auf jeden Fall das ein oder andere Mal vorüben mit. Krass. Aber es ist, wenn man ihn denn dran hat und geübt hat, gar nicht so wild. Man sollte nur relativ weit nach links fahren, wenn man rechts fährt. Das ist so wichtig. Ja, was ist hier unten drunter? Wir haben vor allem Batterie. Batterie? Ah, du kennst es schon ein bisschen, das Auto? Kabel baut im Imperial die Batterie immer in den Beifahrerflügel sozusagen. Okay, das ist eine AGM 120? Was? 130 Ampere. 130 Ampere. Mhm. Das Elektroblock ist noch dahinter, der mit dabei ist. Also schön ist die gleiche Technik wie im Wohnmobil drin. Das heißt, ein Bussystem von Dometic, CAN-Bus, ist hier eingebaut. Und hier kann ich alles mit steuern. Klimaanlage, alles geht im Moment nicht. Guckt euch die anderen Kabelvideos an, da haben wir es im Betrieb gezeigt. Du kannst das Licht mit steuern, du kannst alles mitmachen. Und, nehmen wir an, er hat die Tab-Steuerung mitbestellt. Die Tablet. Ja, genau. Also die Remote-Funktion ist hier tatsächlich auch gegeben. Das heißt, hat er ein Smartphone oder ein Tablet, kann er hier ebenfalls mitsteuern. Da kann er auch die Truma mit anschwenken und das Fahrzeug vom Strand wegfahren.
Nee, tatsächlich, der Truma möchte tatsächlich mit der Fernbedienung bedient werden. Okay, super. Ja, direkt am Eingang haben wir drahtloses Laden, ein Merkmal 2021. So kann man sehr schön sehen, die sind wirklich flammneu, die Fahrzeuge. Hier ist der Fernseher, das kennt man von Morello und Co. an der Stelle. Ich glaube, der ist auch gut platziert. Und der ist auch so, dass man ihn schwenken kann nach hinten, gell? Zum Bett nochmal, oder? Genau, zum Schlafbereich können wir ihn schwenken, sodass wir dann entsprechend aus der Sitzgruppe oder aus dem Schlafbereich gucken können. Also jeder normale Wohnwagen wäre jetzt irgendwo hier jetzt zu Ende, ja. Aber es geht dann nochmal weiter. Die Kinder haben einen eigenen Spielbereich, einen eigenen Essbereich. Das heißt, man kann sich komplett vereinzeln und es ist eine Tür mit drin. Genau. Das heißt, also die können wirklich schlafen, das ist toll, man kann sich aus dem Weg gehen. Einziger Nachteil ist, das Bad ist ganz hinten im Heck, also man muss dann auch leise sein. Aber Kinder schlafen gut. Das ist in der Tat so, ja. Okay, super. Ja, du selbst hast 3 Kinder. Wäre das eine Option für dich oder wäre der zu lang? Du hast einen CE-Führerschein. Ich habe einen CE, das heißt, vom Ziehen her hätte ich gar kein Problem. Tatsächlich reizt er mich auch, ja. Aber ich denke, das ist so eine Geschichte, wenn du ja jetzt Händler bist und du nimmst den mal. Aber ich denke, der würde schon mal eine Zeit stehen. Aber es ist wie im Leben so, der alte Verkäuferspruch, was du nicht zeigen kannst, kannst du nicht verkaufen, oder? Ja, das ist so. Und tatsächlich, wenn man sowas mal hier hat, das zieht auch Publikum von nah und fern an. Ja, ja. Aber der ist bald wieder weg. Mhm. Und was denkst du, würdest du dir einen TDL 1000 mal auf Lager stellen? Na, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Okay, Platz hast ja genug. So, direkt am Eingang haben wir hier, was ist da drin für Flaschen? Genau, Vitrine. Und vorne dann nochmal ein Ablagefach. Ja, das Ablagefach hat übrigens USB und hat noch einen 3,5 mm Anschluss, dass ich an diese Stereoanlage, die vom Pioneer hier eingebaut ist, die wirklich toll ist, ja, über der auch der Sound dann läuft vom Fernseher, wenn man das will. Mhm, so, genau. Da kann ich nämlich hingehen, die übrigens auch am Bussystem hängt. Also ich kann also damit auch Lautstärke steuern und so weiter. Das ist mit drin und kann dann mein Tablet oder mein Handy direkt daran anschließen. Das ist eigentlich auch ganz toll und kann was drüber laufen lassen. Darunter ist ein Schrank. Genau, hier haben wir einen Schrank mit Staufläche und da kann man dann nochmal entsprechend Utensilien für einen schnellen Gebrauch für draußen dann verstauen. So, Mikrowelle darf nicht fehlen. Ich denke, wir machen mal eine ganz kleine Roomtour, einfach mal, dass wir mal so grundsätzlich mal durchgehen. Dann fangen wir mal hier in der Ecke an. Ich gehe mal gerade in die Ecke, dass wir hier mal sind. Das ist Marcel im TDL 1000. Er steht neben der Küche. Links ist der Eingang. Ich komme mir vor wie bei, wie heißen die Portale, die Häuser verkaufen? Hier ImmoScout. Und ImmoScout, ja. Wir sind bei ImmoScout. Ich begrüße Sie in der Eigentumswohnung, Marcel. So, da ist dann die Küche. Gut, viel, viel anders ist jetzt nicht. Es ist halt nur immer das Beste und Größte und Aufwendigste drin. Wir haben einmal Induktion und Gas. Genau, korrekt. Zweimal Induktion und zweimal Gas serienmäßig beim Imperial. Ja, den großen Backofen. Genau, mit 2 Fächern, sodass wir einmal grillen können und normale Backofenfunktion haben. Okay, ganz viele Oberschränke, kommen wir gleich mal mit Dunstabzug natürlich. Dann ein französisches Bett auf der rechten Seite, aufklappbar. Das heißt, Stauraum drunter kann ich komplett nutzen, wie man das bei Wohnwagen kennt. Drunter sind übrigens die Wohnraumteppiche. Und das kommt auch mit? Das kommt auch mit, ne? Also Tagesdecke und Kissen sind immer mit dabei. Boah, die sind ganz schön platt, die Kissen. Na, aber die entfalten sich. Das ist wie bei Ikea mit der mit Kokoserde. Ich weiß nicht, ob die kennst. Nicht ganz, nein. Echt nicht? Kennst du nicht? Nee, mit Kokoserde. Kokoserde gibt es bei Ikea, die kannst du kaufen. Und das ist so ein Block, ja, machst du auf. Und die geht auf wie ein Schwamm. Doch, kenne ich. Kennst du? Ja, genau. Ja. Okay, klasse. Ja, hier ist der große Tauch von Dometic, werden wir euch gleich mal zeigen. Dann, hier so ein kleines Sideboard. Ja, kleines Sideboard. Man hat auf jeden Fall Platz, noch mal ein bisschen was zu verstauen. So eine Klimaanlage von Dometic, eine oder zwei? Eine. Eine. So, können wir eine zweite nachrüsten? Wenn man möchte, kann man noch eine zweite einbauen, ja. Aber ich denke mir, also das Schöne ist ja bei Kabe, du brauchst meistens nur eine, weil der so gut isoliert ist, der Wohnwagen, dass du mit einer Klimaanlage nicht gegen die Sonne draußen arbeiten musst. Das heißt, also du bist innen komplett isoliert. Das hast du mir mal erzählt, wenn du mir grundsätzlich mal erzählst, die sind isoliert. Ich glaube, die Wärmewerte würden quasi Normen von Häusern, von irgendwelchen Passivhäusern übertreffen, oder? Genau, also die Isolierung ist so gut, dass wir tatsächlich Grenzwerte von minus bis plus 50 Grad ganz spielend runterkühlen bzw. aufwärmen können. Fußbodenheizung?
Inklusive. Inklusive. Wir hatten es ja eben gerade schon erzählt, sogar im Zweikreissystem. Mikrowelle? Inklusive. Inklusive. So, Kleiderschrank daneben. Gucken wir gleich. Sideboard ist hier mit drin. Darüber sind natürlich auch ein paar Schränke. Auch die Schränke sind so angeordnet, dass sie nicht störend sind. Das ist hier dieses Lüftungselement. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Überall. So, jetzt kommt's. So, der nächste Raum. Ja. Das Kinderzimmer. Wir kommen in den Schlafbereich der Kleinen, ja. Stockbetten, zwei Stück. Eine tolle Geschichte. Also wenn man als Kind, sind aber so lang, können Erwachsene auch schlafen. Genau. Und optional sogar, wenn man noch ein drittes Kind hat, auch noch als Dreier-Stockbett bestellbar. Dreier? Ja. Echt? Dreier. Ja. Das heißt auch die Werkstatt, gut, das können wir sogar umbauen, nachrüsten. Also das wäre eine Aufforderung an eure Schreinerwerkstatt. Also das würde gehen, aber das Doppel ist schon mal klasse. Also Mensch. So, großer Kleiderschrank hier, gucken wir uns auch gleich mal an. Der ist direkt am Eingang, der wirklich so breit ist wie ein Kleiderschrank zu Hause. Und Staubsauger, zentraler Staubsauger. Einer oder zwei? Einer. Einer ist mit drin. Der ist aber so zentral angeordnet, dass du mit dem Schlauch überall hinkommst. Genau. Der Schlauch ist natürlich dabei, oder? Jawohl. Ist der bei Kabel extra? Nee, den kriegen wir mit dazu. So, nächster Schrank ist hier. Genau, hier haben wir nochmal einen für den Elternbereich und einen nochmal für den Kinderschlafbereich. Ja. Ich denke, Schränke sind echt wichtig. Also, dass du wirklich Schränke hast, weil wenn du wirklich mal länger wegfährst mit den Kleinen, die verbrauchen ja auch Kleidung, muss man sagen. Also gerade Kids, je nachdem, wie die jetzt nach Hause kennen, du kennst das, dann muss man die erstmal draußen mit der Außendusche abspritzen, um zu gucken, ob es das eigene Kind ist. So. Aber guck mal hier, die Kinder können selber frühstücken, die können selber spielen, die Mama kann mit dem Kind spielen, der Papa kann Schach spielen mit den Kindern. Das ist wirklich toll, ein eigener Bereich. Ja, tatsächlich. Ich kenne es aus der eigenen Erfahrung. Also hier wird dann gerne gemalt, gepuzzelt, Memory gespielt. Also hier toben sich die Kinder tatsächlich spielerisch aus. Ich mag deine Kinder sind noch jung. Das heißt bei uns Switch zocken. Na, da habe ich zum Glück noch ein bisschen Zeit. Mein Ältester ist 5, aber das wird auch bald kommen. So, und hinten ist dann ein richtiges Bad. Ja, wenn du einfach mal vorgehst, dann... Ach, du hast zwei von den Hekis, von den Großen. Ja. Komm, mach mal eins auf. Geht schnell, es regnet zwar ein bisschen oder schneit, aber das machen wir gerade noch. Die gehen nämlich ganz schnell auf. Zack, das war's. Und der Schnee kommt schon rein. Wieder zu. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen wärmer hier drin, aber es täuscht. Genau, mit der Kleiderstange können wir hier auch tatsächlich nochmal Kinderkleidung aufhängen oder abtropfen lassen. Oder halt das Ganze einfach wieder verschließen. Boah. Geh mal durch, bitte. So, Wohnraumteppiche sind ja dabei, die haben wir jetzt mal weggenommen, ja. Dass wir das Ganze mal kurz zeigen können. Hier oben habe ich natürlich nochmal einen Heki, aber ich habe ein ganz großes Fenster mit dabei, Spiegel mit dabei, habe ein großes Waschbecken, wo du auch tanzen kannst drumherum, wenn du kurz davor mal gehst, dass man die Proportionen sieht. Also wirklich ganz viel Platz, den du auch brauchst, gerade wenn du kleine Kinder hast, die müssen auch mal gewaschen werden, ja. Und so weiter. Linke Seite dann große Toilette. Und da würde man, ich sag mal, fast empfehlen, vielleicht mit zwei Kassetten zu arbeiten, dass du eine Reserve hast, oder? Genau, optional könnte man auch die von Kabe angebotene Cinderella-Verbrennungstoilette dann einbauen. Sag mal, auf der Messe waren jetzt Toiletten, das waren so kleine Festtanktoiletten, so ein Hybridsystem. Hast du die gesehen? Das ist also im Prinzip eine Kassettentoilette mit Festtank und Umpumpfunktion. Hast du das gesehen? Nee, wenn man auf der Messe ist, dann kommt man von seinem eigenen Stand relativ selten runter. Genau, du bist nämlich selbst Händler. Ihr verkauft auf der Messe, gell? Das heißt, das ist auch eine Verkaufsmesse. Genau, also wir kaufen uns sozusagen ein und dürfen dann sozusagen die neuesten Modelle schon entsprechend veräußern. Also der Stand wird von euch bezahlt? Indirekt? Indirekt, ja. Zwei Schränke, mach mal bitte auf. Auch hier Push. Genau, beides mit der Push-Funktion und ausreichend Platz tatsächlich für alle Badutensilien. Super. Ja, jetzt kommt das Highlight. Das sind erstmal die Schränke unterm Waschbecken. Das Highlight kommt noch nicht, aber gleich. Haben wir die nämlich schon mal abgefrühstückt. Nochmal hier ein Dingsbums. Alles natürlich schön beleuchtet. Überall Lampen, die man jetzt nicht sieht. Aber stellt euch die einfach mal vor. Hier haben wir noch Ablagefächer hier an der Seite drin. Genau. Und ja, jetzt kommt's. Echtglas? Echtglas, ne? Ja. Und das ist ja genial gelöst. Guck mal hier, die ist so das Scharnier drin, dass es genau um die Ecke rumgeht. Genau, also es passt hier tatsächlich alles 1:1. Ne? Das ist Maßarbeit.
Genau, hier haben wir auch nochmal dann die Kleiderstange mit drin. Das heißt, sollte man zu wenig Platz haben, kann man hier nochmal was hinhängen oder Sachen oder sogar abtropfen lassen. Genau. Ja, geh mal rein kurz. Mhm. Da ist nämlich unten ein bis vorsichtiger Stoneschuh an. Außerdem ist es ist ja unten ein Schutz drauf. Genau. 1,86 Meter. Ah, jetzt bist du aber schon am Ende, oder? Ja, genau. Ne? Also man nimmt noch die Stange raus natürlich, kann noch das Rost rausnehmen, dann gewinnt man nochmal einen Zentimeter und dann kann man sich hier ganz bequem drin bewegen. Gut, jetzt bist du eine große Version eines Deutschen. Gut, im Norden sind die alle ein bisschen größer, aber ich sag mal 1,86 Meter, du bist schon ganz leicht gebückt. Ganz leicht? Ja, genau. Also würde ich mich gerade hinstellen, komme ich dann an die Lüftung an. An die Lüftung an. Also 1,86 Meter Höhe haben wir ziemlich genau. Hier haben wir noch einen Heki mit drin. Wir haben eine Tür mit drin, die kann man zumachen. Sei mal so lieb. Das einfach mal sehen. Da kann ich richtig zumachen. Das ist natürlich schön, wenn ich mal auf Toilette bin. Und du kennst den Spruch, Papa, bin fertig. Genau. Bei dir auch? Natürlich. Wir haben ja gerade festgestellt, dass ich noch kleine Kinder habe. Ja, meiner ist jetzt 8, also ist gar nicht so lange her. Und ab und zu muss ich noch mal ran. Ja, ich gebe jetzt keine Details, aber im Großen und Ganzen ist er stubenrein jetzt. Ja, das ist so. So, mach mir mal einen Gefallen, geh mal ganz nach vorne. Denn ich will jetzt mal diesen Effekt nutzen von ganz hinten, dass ich einmal durchgucke. Also das ist das Kinderzimmer von hinten, dass man das mal sieht. Und das ist nochmal die Sitzgruppe. Und ich gehe jetzt ganz langsam von der Seite, mache eine richtige Roomtour, also hier durch. Das ist das Bad. Gehe jetzt ganz langsam um die Ecke. Zeige jetzt mal hier das Kinderzimmer. Die Stockbetten. Und komm jetzt mal da hinten übrigens der kleine Punkt, das ist der Marcel. Das ist krass. Geh jetzt hier ganz langsam durch. Marcel wird ein bisschen größer. Hier habe ich mein französisches Bett. Richtig viel Durchgang noch. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, ich sag mal, auch bei schlechtem Wetter sich nicht groß eingeengt fühlt. Und dann ist hier der Koch- und Living-Bereich. Ah, jetzt mal ehrlich, wenn du, ich meine, du kennst dich ja aus, ein bisschen im Haus bauen. Ja, wenn du hier so ein Haus kaufen würdest, ja, fix ohne Räder, da wärst du die gleiche Summe los. Also wenn jetzt einer sagt, in der Qualität, Fußbodenheizung, Aldeheizung und so weiter, fährst nach Holland, die bauen ja solche Häuser. Ja. Sagst dem, was du gerne hättest, da bist du auch 120 los. Ganz schnell, ja. Ganz schnell. Ganz schnell. Und das Geniale ist, du kannst deinen Standort verändern. Das heißt, das hier ist eine Immobilie auf Rädern. Genau. Und die tatsächlich in diesem Standard auch sehr lange seinen Wert hält. Ne? Ja. Okay, komm, wir müssen noch was arbeiten. Die Küche. Das ist bei Kabel kein Spielzeug, sondern die Küche ist dafür gedacht, um wirklich damit zu kochen. Das ist hier natürlich nochmal extrem bei den Kochfeldern. Also man sieht das in den großen Wohnmobilen immer mehr, Induktion und Gas zusammen. Genau, der Vorteil hier ist tatsächlich, bin ich mobil unterwegs, kann ich die Gasfelder nutzen, stehe ich am festen Strom, kann ich tatsächlich auch über Induktion dann kochen. Ja, aber es gibt ja auch Dinge, die mal ganz schnell erhitzt werden müssen. Die kann man auch über Induktion machen beim Wechselrichter. Der ist hier eingebaut? Wenn man möchte, kann man den auch noch mit einbauen. Hier jetzt noch nicht drin, aber können wir tatsächlich mit implementieren. So, Zentralverriegelung. Das zeigen wir gerade nochmal. Die ist hier. Genau. Wir können hier einfach den Riegel einmal schieben, dann ist es offen oder halt quer ist es geschlossen, sodass wir dann alle Schubladen gleichzeitig öffnen und schließen können. So, machen wir auf. Mhm. Mal reingucken. Ah, auch ein zentraler Stromschalter gibt es auch? Genau, korrekt. Ne, wir haben ja eine Batterie mit verbaut und die muss man dann entsprechend auch wieder abschalten können. Wäre natürlich schön, wenn die geladen wäre. Und wir würden den Schalter finden. Da könnte man mal Licht machen. Du weißt, wo er ist? Er ist in der Nähe der Batterie, ja. Sollen wir mal probieren? Können wir. Mal ganz kurz. Vielleicht ist sie ja werkvoll. Kann das sein, dass die Schweden gesagt haben, komm, Strom im Norden ist ja Wasserkraft. Mensch, was ich alles von dir will. So, und dann kann man nämlich auch das Bedienfeld zeigen. Das bootet gerade. Ja, das bootet. Ist das Android oder? Das weiß ich nicht, da müssen wir mal die Programmierer fragen. Auf jeden Fall haben wir hier das Wartesymbol. Dauert ein paar Sekunden. Und dann sollte man auch
XT-7F2. Das klingt wie ein Kampfjet von der Luftwaffe. So, schauen wir mal, was passiert. Lieber Besitzer, jetzt siehst du mal, wie es bootet beim allerersten Mal. Es ist schon ein cooler Laden, Dometic, oder? Die bauen gute Sachen? Ja, absolut. Ne? Also da kriegt man höchsten Qualität geboten. Starting Application, also scheint wohl irgend so ein Embedded System zu sein, was auch immer. Mhm. Gucken, ob es irgendwo da steht. Nee, steht nicht da. Und jetzt ist es schon da. So, dann machen wir mal den 12-Volt-Schalter an. Mal gucken. Zack. Na? Achso, der fährt noch hoch. Das wie ich morgens. Brauche ich erstmal einen Kaffee. Genau, mal gucken, ob wir ihn. Zack, jetzt bekommen wir ihn. Eins, zwei. Boah, überall Servos. Zack, 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 zack. Guck mal, minus 273 Grad. 3,5 Grad haben wir hier drin. Genau. Boah, was wir für euch machen. Bei 3,5 Grad filmen wir eine Dreiviertelstunde. Und das ist schon cool. So, und jetzt sieht man auch mal schön die Beleuchtung. Boah, ist der schön. Der gefällt mir echt gut. Der hat was, ne? Also das ist schon echt traumhaft, ja. Oh, danke, dass du ihn angemacht hast. Weil das ist... Der ist so schön. Ich bin echt sprachlos. Da vorne oben nochmal das große Heki, das Putzlicht. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du es mal hell haben willst. Also es gibt ja Situationen, wo Kochen und viel Gewusel und ich sag mal, du kommst vom Skifahren oder irgendwas. Oder du bist am Strand. Also ich kann mir hier alles vorstellen mit dem Ding. Allerdings musst du bitte vorher anrufen beim Campingplatz, oder? Also ich würde nicht spontan versuchen, einen Platz zu bekommen, ja. In der Hochsaison. Ja, also mit 12 Metern ist man schon in der Range drin, da kriegt man nicht immer einen Platz, ja. Aber das Licht ist so toll, oder? Ja, absolut. Und tatsächlich auch an verschiedenen Positionen auch dimmbar. Wir haben jetzt Vollgas, gell, im Moment. Wir haben jetzt erstmal Vollgas, genau. Mal gucken. Also hier auch der Tedford Tower, der ist auch eingelassen, zweimal von beiden Seiten. Hier ist uns noch ein kleiner Schrank, mach heute auf, für Jacken direkt am Eingang. Da kann ich Jacken aufhängen. Die kann man ja auch komprimieren, sage ich immer. Also kriegt man ganz viele Jacken rein, aus eigener Erfahrung. Und guck mal hier, da ist ein Kleiderhaken drin, im Schrank. Genau. Das ist angenehm. Da hat einer mitgedacht. So, dann, ja, Dometic Tower, der ist wirklich schön eingelassen. Das gefällt mir. Von beiden Seiten zu öffnen, das macht hier richtig Sinn. Also hier bei so einem großen Auto, dass du nicht drum rumgehen musst. Genau. Toll. Krass. So, und... Ja, dann überall Schränke. Mach mal hier bitte auf. Exemplarisch mal ein, zwei. Der Dunstabzug geht nach außen. Genau. Das haben wir, glaube ich, schon eben gesagt. Überall habe ich Textil an den Wänden, was auch die Akustik, der Laden, das Fahrzeug ist komplett leer im Moment und trotzdem haben wir keinen Raumhall. Genau, also bei der Größe kann man ihn schon fast als Laden bezeichnen. Aber tatsächlich, Stoff schluckt Geräusche und hier kann man sich richtig angenehm drin unterhalten, ja. Ja, wir haben noch mehr Fächer. Mach mal hier auf. Auch hier haben wir Platz für Zentralverriegel natürlich, Töpfe und so weiter und so fort. Eine große Batterie, ich glaube eine 130 Amperestunden. Genau. Was ist die Entladung AGM? 50? Was sagt man so? Ja, 50% ungefähr. Hm? Das heißt, wir haben so echte 65 Amperestunden. Die musst du erstmal leer kriegen. Also das ist eine LKW-Batterie von der Größe her fast auf 12 Volt. Apotheker? Apotheker, serienmäßig mit drin. Finde ich tatsächlich auch eine richtig feine Sache, dass man da auch an die hinteren Sachen mal gut rankommt. Hm. Ah, jetzt mit Licht. Jetzt müssen wir uns nur so ein bisschen vorstellen, die alte würde schon laufen. Der Techniker hatte die Gasflasche installiert. Er hätte 2 Stunden vorher sie angemacht. Aber es ist schon so, dass wenn der mal warm ist mit der Fuß... Und das geht sauschnell. Ja. Also eine alte Fuß... Also ich habe ja selber bei mir in einem anderen Fahrzeug eine alte drin. Und dann ist der kalt und du fährst die hoch und du hast nach ungefähr 20 Minuten die Bude warm. Also es macht schon Spaß. Und bei den Isolierwerten hier geht das halt schneller als bei anderen Fahrzeugen. Ja. Ja. Also das ist natürlich klar, die Strahlungskälte hast du dann trotzdem noch eine Zeit lang, aber es geht halt echt schnell, weil der Fußboden auch schön warm wird und indirekte Beleuchtung, die Schränke, mach mal bitte so einen Schrank auf. Das mit den Gasdruckfedern,
Das, da könnte ich mich jetzt dran gewöhnen. Das Gemeine ist, wenn du einmal einen Aldi gesehen hast, da tust du dich echt schwer mit den anderen, oder? Also Kabe ist schon tatsächlich eine Marke. Kabe meinst du? Alles gut. Ja. Kabe ist tatsächlich schon eine Marke für sich und das macht schon Spaß, egal in welchem Fahrzeug man sich befindet, einfach alles auszuprobieren. Ja. Was das Geile ist. Ich habe eben noch gedacht, auf dem Sideboard müsste ein Fernseher hin und direkt einen Anschluss für. Also wir haben tatsächlich viele andere versteckte Gimmicks, wie hier zum Beispiel den Fernsehanschluss. Wenn man möchte, installieren wir hier auch noch einen. Mach mal hier auf. Auch hier ist relativ tief. Oh ja. Tiefer als so mancher will. Denn du weißt ja, wer viel Platz hat, nimmt auch viel Mist mit. Und da sollte man sich wirklich bei so einem Auto echt beschränken. Also man sollte alles, was man reinmacht, glaube ich, meine, ich will jetzt hier keine Vorschriften machen, aber da kannst du locker eine Tonne reinmachen, ja. Also ja, ohne, dass es wehtut. Tatsächlich ist der erste Gedanke immer viel, viel, viel. Und wenn man merkt, man braucht eigentlich die Hälfte nicht, lass sie zu Hause. Ja, daneben sind echt zwei Riesenschränke. Boah, gut, da sind die Radkästen. Auch die sind mega isoliert. Guck dir das mal an. Mit Styropor, minus 50 Grad. Ich kann es mir so gar nicht richtig vorstellen bei 4 Grad in Temperatur. Geh mal durch bitte. Ja. Mach mal auch mal hier ein bisschen Licht an. Ist schon an. Ein bisschen haben wir an. Nur dass wir mal hier ein bisschen Ambiente. So, da machen wir. Hier übrigens noch ein Fach. Kann ich so Zeitschriften und so weiter reinmachen. Oh ja. Hoch. Oh, es wird auf einmal ganz warm, merkst du? Also, ums Herz. Ein bisschen was machen. So, Kleiderschrank, zeig mal bitte. Oh ja, das ist unser Trockenschrank. Drunter ist die Heizung, gell? Genau, darunter sitzt die Heizung. Wir haben die Kunststoffwanne, wo dann entsprechend Wasser bzw. Nässe aufgefangen werden kann, beleuchtete Kleiderstange und Dunstabzug nach oben. Das heißt, wenn es feucht ist, muss die Feuchtigkeit ja auch weg und die geht dann nach oben mit der Wärme raus. Mach mal bitte auf. Das ist ein richtiger Trockenschrank, wo ich nasse Kleidung reinhängen kann. Das spielt keine Rolle. Kann abtropfen, wenn ich vom Skifahren komme oder vom Surfen, vom egal was. Und da ist das Herzstück. Eine Alde. Ja, richtig toll. Der hat sogar was ganz Besonderes. Komm, wir zeigen es mal. Mach mal hoch, bitte. Haben wir eben entdeckt. Hab ich jetzt auch demnächst eine Alde. Alde Flow, genau. Eine Alde Flow. Sag mal, was ist das? Also das ist nochmal ein Zusatztank, damit wir, wenn wir zum Beispiel duschen wollen, überhaupt gar kein Problem mehr haben mit der kontinuierlichen Wasserzuführung. Also du kannst damit, gerade mit dem Festwasseranschluss, so lange duschen, wie du willst, spielt keine Rolle. Die hat immer heißes Wasser. Genau. Ne? Man sollte dann nur darauf achten, dass man auch einen festen Anschluss vom Abwasser hat. Ist ja hier möglich. Das heißt, ich habe hier einen festen Wasseranschluss. Ja. Viele Campingplätze haben auch einen Abwasseranschluss. Ja. Da kannst du wie zu Hause leben. Genau. Also deswegen, dieser Wohnwagen ist wirklich auch zum Leben gebaut. Ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, Mensch. Komm, wir gehen mal kurz weiter durch, machen nochmal kurz Licht an, dass wir noch einmal kurz mit Licht hinten zeigen, weil das ist doch ein mega Unterschied, was das Lichtdesign ausmacht. Also wenn du jetzt ein bisschen Licht hast und wie viel schöner das Fahrzeug wird. Und da hätte dann die Kleine hätte dann einmal hier ein Licht und natürlich ein kleines Fensterchen mit drin, kann rausgucken auf den Container. Und du hast einen Golf 2 hin. Ah, wir haben so einige Raritäten hier auf unserem Abstellplatz stehen. Und da hinten steht noch ein Touran. Ja, auch das. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir noch andere Schmuckstücke. Die guten Euro 0. Ja, so, genau. Da vorne, was ist das denn hier? Das ist das indirekte Belüftungssystem. Wir sind beim anderen Fahrzeug mal drauf eingegangen. Das heißt, ich kann Frischluft zuführen, ohne irgendein Fenster aufmachen zu müssen. Und das Ganze gleich erwärmt, also ohne Kältebrücke. Natürlich genial beim Kleinen, der damit spielt, wie eine Eisenbahn. Wir haben ja mehrere von diesen Ventilationssystemen in diesem Fahrzeug verbaut. Okay. Hm? Das ist so auch eher als ein Fernsehanschluss hier unten. Naja, man muss mitgehen, ne, mit der Zeit. Ja, aber die haben ja auch viele Tablets und so. Und das heißt, also die beiden können jeweils einen einzelnen Fernseher haben, wenn sie wollten. Das heißt, der eine kann das gucken, aber viele gucken ja bei Tablet, muss man sagen. Die Kinder haben ja noch gute Augen, solange sie nicht mindestens 8 sind und dann zum Optiker müssen, weil sie 5 cm Abstand haben. Wie ist das bei deinen mit den Handys? Sind die auch zu nah dran immer?
Zum Glück sind die noch so jung, dass Handy und Tablet noch nicht ganz so interessant für sie ist. Wie alt ist der Große? 5 ist der Größte. Boah, mit 5, ey, mein Sohn hat mit 2 angefangen. Ja, da hat er schon rumgemacht. Ja, habe ich schon die ersten Videos. Ja. Toll. Zeig mir mal ganz kurz hinten das Licht, diese beiden Lampen, die hinten sind. Weil da sind so LED-Streifen und die sehen natürlich besonders toll aus. Wollen wir einen Lichtschalter? Das ist Steckdose. Ich verlange auch viel von dir heute. Immer wieder. Bloß, das will ich nämlich gerne einmal sehen. Wow! Ist das scharf! Was das ausmacht, das ist ja krass, oder? Ja, also tatsächlich auch die Dusche sieht traumhaft aus. Man kann sich, ach so, die ist auch beleuchtet. Man kann sich hier richtig wohlfühlen, ja. Ach, die ist innen beleuchtet, die Dusche. Boah, ey, was das ausmacht. Hast du gut gemacht. Also das Flair, das ist vorher nicht rübergekommen. Das ist schon genial. Und der Kunde, wie hat er erfahren, dass es euch gibt jetzt als neuen Kabelhändler? Ihr seid auf der Webseite von denen? Unter anderem, ja. Und er ist sowieso regional bei uns ansässig und hat dann bei uns mal angefragt und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und du hast ihn selber verkauft? Ja. Nee, tatsächlich eine Kollegin von mir. Eine Kollegin von dir, so. Und das ging dann schnell, war eine Sache von 5 Minuten. Also ein Kabel überhaupt zu beraten, dauert schon so 2-3 Stunden und in dem Hacienda 1000, da sollte man sich schon Zeit mitnehmen, ja. Okay. Du bist jetzt seit einem halben Jahr bestückt mit Fahrzeugen. Mhm. Ihr habt Ende 2019 den Vertrag bekommen, habt dann erstmal kräftig bestellt und dann hat es erstmal lange gedauert, oder? Dann hat es lange gedauert, genau. Also auf ein Kabel wartet man schon mal eine kleine Zeit und deswegen sind wir froh, jetzt so eine große Stückzahl schon bei uns auf dem Hof stehen zu haben und anbieten zu können. Marcel, du hast mir ein ganz großes Weihnachtsgeschenk gemacht mit dem Auto hier. Denn ich habe ja so viele Fahrzeuge schon gefilmt, aber das Ding hier, das raubt mir den Atem. Es ist so schön. Es ist natürlich, das ist so gemein, weil das ist eigentlich ein Luxus-Wohnmobil. Und wenn du mit so einem Teil auf den Campingplatz fährst, dann hast du alle Augen, aber alle sagen, es gibt keine Neider, sondern alle wollen da rein, die wollen gucken. Und es ist nicht so, dass die dann sagen, der ist ja vollkommen crazy. Und wenn da dann noch 3-4 Kinder rauslaufen, dann sagen viele, naja gut, das würde ich auch gerne machen. Einzige Einschränkung ist natürlich die Mobilität mit 12 Metern. Aber das geht, oder? Ja, also wie gesagt, das ist, wie eben gerade gesagt, 2-3 Mal üben, dann hat man es drauf. Und wenn man dann auf dem Platz ist, dann hat man halt das gesamte, diesen gesamten Wohnkomfort halt für sich dann, ne? So, komm, wir gehen raus, machen Abmoderation, machen schnell mal den Strom wieder aus. Das Bedienpanel haben wir gezeigt, das gibt's auch. Oh, guck mal hier, da vorne zeige ich noch gerade ein kleines Detail. Da sieht man auch hier Parking Assist Guidelines, when you shift the vehicle into reverse parking und so weiter. Das ist jetzt der Demo-Modus, nehme ich an, fürs Geschäft. Genau. Und, aber das ist High-End, Pioneer, baut die besten kleinen Systeme, die es gibt. Wer sich auskennt, die haben einen Sound. Das ist also, Kaba hat da nichts gespart. Tatsächlich, hier wird wirklich nur das Beste vom Besten dann verbaut. Prima. Ja, mach einen Schalter nochmal rum, bitte. Das war. Und dann zeigen wir noch eine Kleinigkeit, ganz zum Schluss. Nämlich die Lümmelfunktion. Die musst du mir einmal zeigen. Der hat nämlich einen kleinen Schieber an der Seite. Wenn ich mal draufsetze, das machst, das ist, glaube ich, noch ein bisschen eindrucksvoller. Das heißt, du kannst dich nach vorne schieben, dadurch gehen die Polster ein bisschen mehr nach hinten. Genau. Und dadurch bist du nicht mehr. Und du kannst für lange Beine auch rausschieben. Genau, und dann kann man hier sich richtig schön reinlümmeln. Also die Polster sind sowieso schon so geformt, dass man sich besser reinlümmelt. Und wenn ich dann noch den unteren Teil nach vorne schiebe, dann ist das tierische Lümmelfunktion. Ja, vielen Dank. Marcel Asmus, komm, wir gehen mal raus. Minus 50 bis plus 50 Grad in der XXXXX Lutz-Version. In 12 Meter Länge und ich habe mich jetzt schon ein bisschen an die Größe gewöhnt, aber ich glaube, wer das Ding zum ersten Mal sieht, ja, der muss, der will doch da rein und gucken, oder? Es geht gar nicht anders, also es ist einfach ein traumhafter Wohnwagen. Ja, wir sind in Osterrönfeld, lieber Bürgermeister von Osterrönfeld, so schreiben euch die Schweden mit DT. Und ja, das Ganze gefilmt im Januar 2021 und ich bedanke mich vielmals bei dir für diese tolle Erfahrung. Besser wie irgendwie Warner Brothers Movie World. Also das hier ist wirklich toll. Wenn du mal kurz da stehen bleibst, Marcel Asmus, spann an heißt das Unternehmen. Tolle Erfahrung heute. Tschüss.